Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Bergwerksimulator 2014. Wir sind in 7 Days to Die und mit dabei ist die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Der Worldcry. Schönen guten Abend. Guten Abend und der Herr Fleischhammer. Guten Tag. Alles klar, oder was? Ja. Läuft gut, oder was? Ja, geht so. Wie in der letzten Folge haben wir eine Mission, und zwar Mission Eisen. Wir buddeln uns einmal. Oh, da hat der Herr Fleischer mal schon wieder eine Eisenader gefunden. Das ist, man merkt, dass er die Mühlmaus ist unter den Seven Days to Die Spielern. Die Serendipity auch. Oh, guck mal hier. Nicht schlecht. Und hier ist doch Potassium Nitrate. Hier ist auf jeden Fall Eisen. Hier müssen wir weitermachen bei der Frau hier. Okay. Wer ist das? Moment, ich mach erstmal hier den. Grab mal von oben, nicht von unten, weil sonst fällt das alles runter. Genau, und wenn es runterfällt, ist es nämlich weggebackt. Wir schnappen uns jeder eine Richtung, ja? Ja, kannst du machen. Also, wenn wir zu viert in dem Gang stehen, wo sie am Dip. So, ich mache euch mal ein bisschen hier den. Oh, ihr habt da richtig Material gefunden, geil. Ich mache uns mal eine Leiter hier hin in die Ecke, dass wir hier wieder sauber hochkommen. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Diese Höhle hier auszubauen später. Also, dass sie eine Funktion kriegt, außer Bergwerk, oder? Ist das doof? Nö, ist nicht doof, ne. Wie so ein Zufluss. Oh, ey, nein. Der schlägt mich. Ich mich selber wahrscheinlich, ne? Ja, warte mal, ich geh mal da hoch. Also, probiert mal. Irgendwie. Ich hab mich hier eingebaut, glaube ich. Boah, ist ja auch noch Material im Boden, sehe ich gerade. Ah, schwierig. Hau mal ab hier. Ja, ich bin nicht rausgekommen, verdammt. Hacke! Den Kaffee habe ich mir noch nicht genommen, ich Profi. Letzte Folge sage ich noch, ich nehme den Kaffee. Ich habe jetzt schon einen Kaffee getrunken. Den hau ich mir jetzt rein. Ja, ist geil. Buddel. Wir können doch auch hier hoch, oder? Aber wenigstens nicht sterben. Yay. Hier kommt man hoch, das ist gut. Also ich versuche in dieser Folge nicht zu sterben. Das ist ein Plan. Nachdem ich in der letzten Folge 11 Mal gestorben bin. Waren es nicht sogar 12? Nee, 11. Wer zählt da schon mit bei 13 Mal? Positiv gedacht waren es. Oh, Herr Fleischhammer hat ja auch Sachen gefunden. Buddel ich doch hier mal weiter. Redest du mit mir? Ja, du warst von dem einen Seitengang und da hast du Sachen gefunden. Ach so, ja. Das ist Lead. Das ist ja egal. Aber das ist doch super, damit machen wir uns Munition. Ja. Dann können wir uns den nächsten noch anständig verteidigen. Verbreitigen. Ich bin ein bisschen glücklos. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier die abgelenkten Gänge von euch, nur weil ich zu spät komme. Nein, da waren wir noch nicht. Nein. So, hier war schon früh gerade. Ja, das Problem ist, wenn wir einfach sinnlos hier alles raushappern, haben wir später eine riesen Betthöhle. Wir wollen es ja vielleicht ein bisschen ausbauen. Das heißt, wir sollten auch den abgetragenen Stein nutzen, um, sagen wir mal, wieder Plattformen zu bilden. Oder ja, vielleicht haben wir sie in Sedius anders. Oh, habe ich das gemacht. Deswegen stehe ich hier 2 Meter über euch. Gut, dann kann ich ja erstmal hier bei Serendipity, also ich kann hier so den Mittelteil mal wegkloppen, weil dann wird das wenigstens ein größerer Raum, bevor ich mich nach rechts weiter habe. Der Herr Weltkrieg hat uns übrigens aufgeklärt. Ach, ganz kannst viel Eisen. Du mal meine Dings reparieren? Ja, mach ich. Wo bist der du Herr denn? Der Herr Weltkrieg hat uns aufgeklärt, ich komme. Hier, ist das der Herr Weltkrieg? Oder da? Das ist der Weltkrieg. Wer findet? Ja. Weltkrieg braun, muss ich mir noch merken. Genau. Pickaxe, Strips. Herr Fleischhammer, ich bräuchte nochmal ein Metal Bar oder ein paar Strips alternativ. Strips kann ich hier runterschmeißen. Du weißt okay. Ja, die älteren Leute tragen da braun. Wo? Wo sind sie? Ach, komm jetzt erst. Okay, ich mach's mir umständlich, hast recht. Ja. Auf den Boden geschmissen. Okay, dann repariere ich nochmal den Rest. Wo ist die Axt von der Frau? Da. Eine Pickaxe natürlich. Ja, wir wollen ganz viel Material finden, damit wir auch möglichst viel Ressourcen haben. Was jetzt hier? Serendipity, vor mir? Ja, hier. Hast du sie? Ich glaube schon. Na, hier liegt noch eine Pickaxe. Wem ist denn die? Das ist meine. Komm her. Nochmal. Jetzt sieht's gut aus. Gut, lass uns den Boden vielleicht noch einen Zacken hier tiefer machen. Okay. Weil hier unten unter uns ist, glaube ich, auch noch Material drin, oder? Hier Potassium Nitrate. Ja, lass uns den Boden noch mal eins tiefer rausnehmen. Dann baue ich eine Leiter hier an die Wand. Habe ich eigentlich noch Leiter? Ich habe noch 4 Leitern. Ja. Die Wände gerade kriegt man, wenn man geschickt ausbaut, ne? Ja. Ja, geht. Komisch, die hatten das eigentlich korrigiert, dass wenn man Erde schaufelt, dass
man nicht immer den richtigen Block getroffen hat, den man so hatte. Aber jetzt beim Boden. Ich habe eben auf die Wand angeschlagen und plötzlich fehlt ein Stück. Das war ein guter Wort noch hin, aber. bei den Steinen scheint das noch nicht so richtig zu funktionieren. So was liegt ja nicht. Ich finde das Spiel so vielfältig, Seven Days to Die. Mittlerweile auch Bergbausimulator. Weil Sprengen hilft ja nichts. Das haben wir in ausführlichen Tests auch im Livestream nochmal bewiesen. Sprengen haben sie genervt. Und der Herr Fleischmann ist total auf Stein. Angepisst. Ja, so kurz davor Minecraft zu spielen. Ja. Ja, dann funktioniert das nämlich nicht noch, ne? Aber das war ein Loch. Ja, das stimmt. Also hier ist dann noch ein Ding. Aber man muss halt dazu sagen, man kommt nicht so leicht an TNT, wie es jetzt hier in Seven Days to Die möglich wäre. Nee, man muss irgendwie von diesen Creepern irgendwelche umbringen, ne? Also die explodieren irgendwie, ne? Richtig. Man könnte eine Creeper-Farm machen. Das sind die gezischt haben. Wie willst du denn eine Creeper-Farm machen? Geht das nicht? Nee, also Creeper-Spawn, da gibt es soweit ich weiß keine. Wenn wir die Leiter hier hinsetzen, kommt man dann da hoch? Ich hab gerade noch ein bisschen Probleme, die Leiter zu setzen. Ja, junge Frau, wer ist denn das? Ich? Fällt das da nicht runter und geht kaputt oder dann sammelst du das ein? Ich sammel das direkt ein, ich habe eh gedrückt dauerhaft. Du hast mir auch mein Dings hier. Mann, ey. Was ist denn dein Ding? Muss ich alles alleine machen, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Junge, Junge, Junge. Soll ich den Baum pflanzen? Nein. Nein. Ich möchte da wieder hoch. Soll ich die Erde geben? Nein. Du kannst nicht mal Tüten. Nein. Nein. So, ich muss die Wand leider noch ein bisschen rausnehmen. Ich wollte mich übrigens erstmal entschuldigen. Ihr habt mich bestimmt schon gesucht, aber ich bin in der letzten Folge nach Serverschluss oder kurz vor Serverschluss nochmal zurück, weil ich es vergessen hatte und kurz vor die Tür zu und ich war im Wald gefangen und dann kamen Zombies und nachts. Oh, jetzt wird's unglaubwürdig. Nee, das mit den Zombies war gar kein Problem, aber dann kamen Tiere. Euch? Eichhörnchen, Waschbären, das war grausam. Ja. Waschbären. Haben sie jetzt neu gepatcht? Was ist das? Airdrop in der Höhle? Ja. Der landet jetzt hier unten. So, ich habe eine Leiter gesetzt. Das wollen geht mal, gut. Wollen wir mal gucken? Vielleicht hat er Metall dabei. Ja, aber bis wir jetzt da oben sind, ich muss. Verdammt, man kommt hier nicht um die Ecke. Willst du gucken? Ich habe gerade Kaffee eingeworfen, den verbrauche ich erst. Ja, das sollte. Gucken. Wer ist denn hochgegangen? Serendipity ist jetzt hoch, meine ich. Ich muss den Weg hübscher machen, das ist einfach Schrott. Ihr seid ja langsam, echt. Kann ich mich setzen? Da, ich hab's. Siehst du einen Airdrop? Ich hab Zombies am Arsch, glaube ich. Das wäre nichts Neues. Bring mit. So, hier ist die Leiter. Das ist gar nicht so weit weg von uns. Nein. Warum laufe ich denn nicht so schnell? Die läuft irgendwie voll lahm. Hast du den einsammeln können? Ich glaube, also ein Jahr von den beiden. Okay. Nein, das war scheiße. Gehen die noch kaputt, wenn sie runterfallen? Ja. Den hast du eingesammelt auf jeden Fall. Wow. Okay. Okay, ich glaube, ich habe die Leiter jetzt so positioniert, wie es gehen müsste. Lass mir die Säule drin, damit es hier stabiler ist. Gemeinsam intakt, wie auf der Galeere. Immer mehr zum Reaktionsspiel hier, ne? Schnell nach unten gucken und E drücken. Nee, du kannst auch so E drücken. 11 Uhr, Iron Ore, okay. Du kannst doch eh gedrückt halten. Ich hab's doch hier irgendwo runterkommen. Ich helfe mal von hier oben mit. Ah, das war jetzt doof. Schön E drücken, ich hau jetzt ab. Ah, ich hau hier oben ab, meinte ich, wollte ich sagen. Ich muss aber trinken. Schon erschöpft. Gravel gibt's jetzt gar nicht mehr unter der Erde, oder? Aber ich hab's nicht so ganz verstanden. Wie stabil ist denn die Scheiße hier? Ah, jetzt. Wird das irgendwie auf der Map markiert, das Airdrop-Ding? Nein. Nein. Ich hab sie doch eben irgendwo runterkommen sehen. Muss ich noch weiterlaufen? Ich bin doch genau in die Richtung gelaufen. Entschuldigung. Macht nix. Bin's gewohnt. Blöd. Oh, jetzt ist mein Kaffee-Speed ist aus. Mhm. Geht hoch. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ich guck mir das jetzt gerade mal an. 12:30 Uhr. 11. Ich hab einen. Ach, was denn? 12:30 Uhr. Ich hab verstanden. Entschuldigung. Habt ihr nicht gesagt, wie viel Uhr haben wir denn? Wie viel Iron Ingots Bars hast du? Oder ach wie heißt so, die Dinge? Ich hab 62 Lead Ore und wie auch immer. Und 7 Iron Ore. Ich hab 19 Eisen. Und 6 Kohle. Aber sind wir doch gut jetzt, oder nicht?
3 ja, Kohle. Das sollte reichen. Wir wollen noch nicht die ganze Folge hier nur im Bergbau machen. Genau. Nee. Und ein Potassium für den. Ist denn diese blöde Scheißkiste gelandet? Da krieg die Zuwerfen mit. Potassium ist nichts mehr wert, weil dieses TNT nicht mehr funktioniert. Ja, aber es macht ja noch Licht und sieht hübsch aus. Achso. Bitte halt und Feuerwerke. Und es macht Bumm. So, ich versuche schon mal ein bisschen die Höhle hier ein bisschen anzugleichen. Das lassen wir so. Hier sieht man. Oh, ist da die Decke runtergekommen? Wolltest du Herrn Velcro erschlagen? Nein, Quatsch. Nein. Was? Wie? Ich habe nichts mitbekommen. So. Jetzt. Wow. Ich guck mir das alles an, auch was hinter meinem Rücken passiert. Ja, ja, mach ruhig. Mhm. Alter, mal, hallo? Das war jetzt aber offensichtlich. Hier ist noch ein bisschen so, ich gehe schon mal nach oben, ich muss mal wieder Licht sehen. Ja, wir können nachher nochmal gucken hier. Ansonsten, ja. Das sieht gut aus. Also Alter, haben wir ja ein schönes Loch in dem Mal hier. Ja, die Säule lassen wir hier stehen, ne? Oder? Ja, sieht cool aus, ja. So ein bisschen in schön, aber. Ein bisschen, obwohl die Ecke hier können wir noch wegnehmen, ne? Hallo, Kiste. Kannst du mal die Aufnahme zurückspulen? Dann kann ich gleich gucken, wo das Ding gelandet ist. Aber ja. Ich glaub, das eine ist eigene Aufnahme soll ich zurückspulen. Perlenvolle Säue. Muss ja auch formschön sein, ne? Eben. Oh, guck dir das an, was wir hier rausbrechen. Ja, super. Ich bin diese Saurier-Schädel. Wir könnten Skulpturen irgendwie. Hier, wie die Gesichter dann den Berg in wie, den wie USA. Wie gerade wir auf den geschlagen haben. Das ist schon viereckig jetzt. Ja. Oh, ist geil. Guck, wollen wir das mal machen als Projekt? Unsere Gesichter im Berg schlagen oder ja. Hier, wie ist da, wie heißen die nicht? Stonehenge, das ist ja Quatsch. Ja, nee, der hat schon nicht die Präsidenten da. Präsidenten. Habt ihr die Präsidenten? Ja, na klar. Wie heißt denn der Berg? Mount Rushmore, ne? Mount Rushmore, richtig. Minas, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Hier sind ganz viele Leiter. Ich sehe die Leiter nicht. Ich will die Leiter setzen, aber ich sehe sie nicht. Die ist vor mir hier. Boah. Nein, da fehlt eine um die. Ja, eine fehlt. Jetzt richtig. Zombie. Ja, ist richtig ausgerichtet. So, jetzt geht's wieder nach oben. Ja, oben sind Zombies. Hört man, bis im Keller. Also, komm raus. Tiefer, als ich dachte. Blöd. Was blöd? Ich reich dir die Hand. Ich bringe sie über die Straße. Da stand er neben dran. Das geht, okay. Ach, das ist ein Baumstumpf. Kommst klar? Ich komm klar, danke. Oh. Das kann doch nicht sein. Oh, danke. So, dann schmelzen wir den Kram mal ein. Bleibt die Kiste stehen oder verschwindet die irgendwann? Die bleibt stehen. Achso, beim Airdrop bin ich mir nicht sicher, wie lang. Oh, die habe ich aber klein geschlagen. Weil ich bin genau in die Richtung gelaufen, wo dieses Ding runtergekommen ist. Die siehst du eigentlich relativ weit. Ja, ich sehe sie aber nicht. Boah, ist das hell. Gell? Du meine Fresse. Die Metallschönen sehen richtig gut aus. So, wo haben wir denn Iron hier? Ich packe jetzt mal mein eines Iron Ore da rein. Wer hat denn da 205 Kohle rein? Icke. Bisschen übertrieben, oder? Na, ich bin die Hälfte raus. Na, ey, gut, das Ding brennt 70 Minuten. Fast in vor der Zeit. Wir haben schon 554 Gläser, also demnächst sollten wir mal Wasser auffüllen gehen. Wollt ihr nicht mal mit mir zusammen diese Kiste suchen? Das wird im Nachgang schwierig werden. Die muss hier irgendwo sein, wo ich bin. Ach, die bleiben aber recht lange liegen, ne? Also ich glaube auch, ich glaube, einen Tag bleiben die bestimmt liegen. Hier sind so viele Zombies. Ja, ich höre sie. Wo waren das hier? Links oder? Nee, wo kommen Ärzte nochmal rein? Ärzte? Ärzte. Ärzte. Ja, Eisen kannst du gleich hier verarbeiten, ja. Genau, in den mittleren. Wir haben übrigens noch ein Feuer mit Grill. Ich habe Schwarzpulver gefunden. Gunpowder. Hallo. So, Stein wurde. Wo wurde Beton gemacht? Deine linken Seite. Beton. Das heißt Beton. Nicht okay, ich merke gerade, wir sind mit der Kohle inflationär, aber was soll's, wir hauen hier Kohle. Du, wir haben da so viel Kohle. Dann ersetze ich auch mal hier das da. So, ich glaube, da wo es hellgrün wird, ist die Welt zu Ende, ne? Ja, da macht's dann so ein Bitzel und dann zwirbelst kurz im Schritt und dann bist du tot. Ja, deswegen glaube ich nicht weiter. Oh Mann. So. Ein Fenster haben wir noch. Soll ich das rausschlagen oder ich verstärke es erstmal? Ich befürchte, dass die Kiste da irgendwo gelandet ist, weil ich finde sie hier nicht. Oh, guck mal hier. Mit wie habe ich das jetzt gemacht? Ich hatte doch gar kein Eisen dabei. Wow, doch. Cool. Mit Eisen verstärkt. Man sieht zwar nichts mehr, dann ist das Fenster, hat keine Funktion mehr, aber immerhin kann ich das hier auch. Warte mal. Brauchst du vielleicht... Nee, hier geht's nicht. Stripes? Nee. Brauchst du Stripes? Ich habe nämlich keine Stripes.
Ich hab Scrap Iron, aber das kann's nicht gewesen sein. Warte mal. Vielleicht sind's die... Schwimmer? Nee, Stripes sind's auch nicht. Oder aber es liegt am Fenster, wie man das verstärken kann. Das ist ja ein anderes Fenster, wir hatten ja einen anderen Typ eingebaut. Die Kiste ist doch eigentlich recht groß, oder? Ich bin doch nicht doof, ich hab's ja doch schon mal gesehen. Recht groß, naja, wie so ein Würfel halt, ne? Ja. Wie so ein Holzblock. Ich habe gerade einen Beaker gefunden. Ich weiß nicht, ob wir schon einen hatten. Oh, nein, sehr geil. Macht mal in das linke Feuer. Das ist im Moment, hat nur einen Grill drin. Dann hau den Grill da raus. Und dann können wir nämlich mit verschimmeltem Brot schön... hier. Ist einer von euch eigentlich verseucht? Ich habe nämlich noch Antibiotika dabei. Okay, ich blute, verdammt. Oh, der Busch hält mich fest. So, wir brauchen verschimmeltes Brot und... Ein Beaker und Wasser oder so? Nee, Wasser nicht. Wasser und... Wasser? Ach, hier, Potassium, Nitrate. Ja, richtig, genau. Ist hier oben links drin, oben links. Ja, ja. Wir müssten übrigens mal bei Gelegenheit Munition herstellen. Wenn wir uns keine Rüstung jetzt herstellen können, wäre natürlich Munition eine Alternative. Wir haben irgendwo ein Buch gesehen. Ein Buch, um was herzustellen? Rüstung herzustellen? Nee, für Munition oder so. Ja, das wäre super. Hunting. Was ist denn besser? Ammunition Book. Sehr geil. Den Verband mit Rotem Kreuz oder den ohne? Ich nehme den jetzt mit Rotem Kreuz. Mit Rotem Kreuz verhalte ich gleich hoch. Das ist ein Great Guide. Also von den Sterberaten her wäre Velcro jetzt derjenige, der es lernen müsste. Aber lern's mal und mach mal direkt Munition, oder? Aber ich dachte, man verlernt nichts mehr, wenn man stirbt. 5 Rezepte neu gelernt. Wieso von den 4 Sterberaten? Ich bin mir nicht sicher, ob man das verlernt. Ein Abonnent hatte mir auch geschrieben. Das will man nicht mehr verlernen, das wäre natürlich super. Ja, er war sich nicht hundertprozentig sicher. Also ich möchte ihn da nicht auf festhalten. Haben wir das nicht beim Livestream gelernt, dass man das wohl nicht mehr verlernt? Also ich brauche hier, wie heißen die Dinger? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Tüll. Bullet Tips. Die müssen wir in einem der Öfen herstellen. Mit Lead müssen wir eine auseinandernehmen. Wir brauchen eine Patrone, müssen die auseinandernehmen. Ja, wir haben 10 mm, wir haben aber keine 9 mm. 9 mm würde erstmal Sinn machen, oder? Warum kannst du nicht. Keiner von euch mit hoch. Lass dir mich Toastbrot hier jetzt rumrennen und diese blöde Kiste suchen. Was? Nein, da komm ich. Du warst doch selber auf. Kommst doch selber auf. Ich komm mal eben mit. Ich sack mal eben bei der Gelegenheit ein paar Gläser ein. Für den Fall, dass wir irgendwie in die Nähe von Wasser kommen. Genau, das wäre super. Es hätte ja jemand mitkommen Herr Fleischer können. Mal? Jawohl. Wie sieht's denn aus? Wand? Mauer um den Kram hier? Ich lasse sie noch nicht alleine gehen. Sehr gute Idee. Potassium Nitrate oder ist das Kokain? Nee, das ist Zement. Zement, sehr gut. Und davon halt 776 Stück. Können wir da was mit anfangen? In Verbindung mit Gravel können wir doch... Ich hoffe schon, irgendwie. Oder? Resources, Crash, Cobblestone, Rocks. Ach da, in die Richtung. Ja, irgendwie so hinter der Hütte ist das... Ist aber kann da bestimmt irgendwo, wie heißt das? Concrete machen. Kannst du mal mitsuchen? Ja, ich gucke mit. Ich würde sagen, das ist unter Building. Crushed Sand Building, ja, na klar. Na, schwierig. Nein, Metal, nee. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Building ist es nicht. Wahrscheinlich vielleicht, ja. Bin ich sogar schon an der Kiste vorbei und hab's nur nicht gesehen vor lauter Panik. Mit Sicherheit. Ah, doch, da ist sie, glaube ich. Ich hab sie, oder? Kann nur Cobblestone Rocks machen. Die können wir dann einfüllen in diese komischen... Ja, hier ist sie. Ich hab sie. Ah, das ist schön. Dann die, so eine Rahmen, aber die Rahmen... Ja, die Rahmen haben wir nicht. Aber ich finde, da nimmt die jetzt welche gerade in dem Airdrop. Nee, hier ist Cobblestone Rocks drin, 51, 250 Wooden Planks, 6 Shotgun... Ist das ein Reaver Frame? Concrete, das ist unter... 6 Shotgun Shell... Misk Anselus. Warum denn da? Und da gibt es zweimal Concrete. Eine Hunting-Dings ist da drin. Fleischpeitsche. Ja. Ein Jagd wäre es nie schlecht. Du kannst Concrete... Velcro, bist du das? Ja, ich bin das. Ich schmeiß hier gerade mal die Patronen hin. Siehst du das, wie man Concrete macht? Aus zwei verschiedenen Sachen. Hier, guck nämlich mal. Ja. Aus Gravel und Stein. Das einfach fallen. Oder aus Beton und Gravel. Er lässt es aber nicht fallen. Wir haben kein Gravel, ne? Null. Hab irgendwas aufgenommen. Das habe ich schon. Ja. Was zu essen habe ich aufgenommen. Das... Keine Ahnung. Ja, ist ja gut, dann. Wir brauchen so oder so Gravel, oder? Um unser Ziel zu kommen. Ja, nee, wo kriegen wir jetzt Gravel her? Brauchst du was zu essen? Ich hab was zu essen. Nee, ich hab auch, danke. Oh, nee. Okay, was machen wir? Machen wir erstmal aus Holz und verstärken diese Mauer dann? Ist doch scheiße, jetzt hätte ich so viel Zement. Kannst du hier das Öl einsammeln? Meine Tasche ist voll. Ja, wenn du. Warte, wenn ich rausgehe. Hast du noch ein geheimes Gravel-Lager? Nein. Ob da noch eine zweite und eine dritte Kiste runtergekommen ist, wollen wir mal ein bisschen gucken. Ja.
Das ist Erde. Erde, würde ich sagen. In welche Richtung das so grob geflogen ist? Also hinter unserer Hütte. Das war wahrscheinlich die einzige. Also ich habe nur eine Kiste runterkommen Erde, sehen. Ach so, okay. Es kann auch sein, ne? Schwierig. Das war schon. Oder können wir Gravel aus Steinen machen? War schon die abgeschossen. Die droppen nicht mal drei, ne? Das weiß ich nicht. Nein, kriegen wir einen Small Stone. Ich habe nur das eine fallen sehen. Naja, dann nehme ich mal ein paar gelbe Pflanzen mit. Die können wir ja auch gebrauchen. Jetzt blöd. Gravel, ich hab's. Okay. Gravel machen wir aus Stein. Und zwar, wie denn? Entweder aus dem Backstein unten in diesem Dark City, wo wir schon mal waren, da weißt du, die, wo wir schon mal gestorben sind, ja, in den letzten Folgen. Ja, stimmt, ist gut. Oder aus Stein, einfach in die Mitte legen. Ja, das ist diese Destroyed Stone. Entschuldigung, Destroyed Stone müsste das sein. Ich guck mal vom Symbol. Mhm, bitte. Ja, Mike, aber. Gravel. Ja. Junge Dame? Ja. Wolltest du was sagen? Nee, ich weiß schon nicht mehr, ich hab's vergessen. Als Mr. Destroyed Stone, ich probier das mal. Ja, dann machst du Gravel. Sollen wir Destroyed Stone in die Mitte. Wo hast du Destroyed Stone her? Da hatte ich hier einen aufgenommen. Ich mach mal eben ganz kurz einen Abstecher an den See und füll mal ein bisschen Wasser nach. Okay, ich muss meine Taschen leer machen. Hör mal, wie der aussieht. Mach mal. Hä? Hör mal, wie der aussieht. Wer aussieht? Destroyed Stone. Kannst du dich denn alleine lassen, sonst komm ich zurück. Oder was am Boden? Ich hab Pfeile, ich komm klar. Okay. Alles super. Okay. Wir reden gerade ein bisschen durcheinander für die Zuschauer, vielleicht etwas schwierig. Entschuldigung. Nein. Das war jetzt nicht gesagt, dass wir es unterbrechen müssen, das Reden, um Gottes Willen. Ja, ihr müsst still sein. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass ihr aufhört, wenn wir anfangen zu reden. Aber jetzt okay. Wird's schwierig. Ach, da ist er. Aber wo halt den her, Mensch? Das Och, Lady, doch. Wollt ihr doch helfen? Komm mal her. Komm, wir machen hier mal hier ein Haus kaputt. Warum gehst du eigentlich nicht hier an den Pool? Ja. Genau, im Pool. Da kriegst du Wasser ohne Ende. Ist ein Argument, aber ich bin hier gerade fast am See. Bau das Haus auseinander hier. Ich sammle noch Golden Rod Pflanzen. Welches Haus? Da vorne, ich komme, ja. Ich sehe dich. Kriegen wir daraus Destroyed Stone? Ja. Okay, dann. Meinst du, der Nachbar hat was dagegen? Na gut, der ist ja schon Ach, ausgezogen. Quatsch, der, ja. Es herrscht, Außerdem ist das Haus eh hässlich, es muss ja weg. Wir müssen uns ja weiter in diese Richtung. Wir können alles abbauen hier übrigens. Soll ich diesen Stone irgendwie weiterverarbeiten? Klein machen halt oder so? Es ist nur die Frage. Ja? Wenn wir jetzt hier unten alles weghacken, wird uns das oben zusammenbrechen. Wir haben wahrscheinlich nichts davon, oder? Dann klopft doch von oben weg. Ja, wir lassen was stehen. Nein, nach oben müssen wir einfach wegkloppen. Das wird das. Achso, meinst du das ja. Wahrscheinlich kommt es wieder in den Kommentaren, ihr Noobs, ihr hättet ja nach links drehen und dann hättet ihr sonst was machen können. Da wäre es jetzt zweimal gewesen auch. Ja, du hast übersehen. Mann. Du Profi. So, wo ist denn jetzt mein Destroyations? Dann mach ich mal direkt, fang schon hier mal läuft. An. Kümmerst du dich um den? Ich bin hier gerade im Dings. Um wen? Ich sehe niemanden, ich höre noch jemand. Gut, nicht schlimm. Komm, wir nehmen jetzt die gegenüberliegende Mauer raus. Gravel. Und jetzt machst du Gravel und Beton übereinander, also Beton oben drüber. Ich muss erstmal Gravel machen. Gravel in die Mitte. Achso, du hast noch nicht hergestellt. Ich bin gerade bei. Und dann zieh mal eine schöne, die Mauer muss hin. Kannst du schon mal nebenbei Gravel machen? Ja, Moment. Da kommt jemand, Moment. Ich muss mich erstmal um den Nachbarn kümmern. Hier, wir haben. Sorry, aber. Ja? Was denn? Da fehlt der Kopf. Order. Bei mir ist er noch da. Nee, wir haben nur. Der Nachbar hat sich beschwert, dass wir sein Haus einreißen. Ja, wir haben mit dem Meinungsverstärker überzeugt. Ja. Fängst du schon mal an, hier, wie gesagt? Gravel zu machen, ja, Entschuldigung. Du Gravelin? Kein Problem. Ja, ich gravele. Gut. Ich hab nur 12, also Destroyed Stone, so viel hatte ich gar nicht. Mal gucken, wie viel wir da rauskriegen. Ja. So, ich mach mich mal auf den Rückweg zu euch. Und ich bringe Flora und Fauna mit. Lass uns die Ecke stehen lassen, Herr Fleischhammer. Nicht, dass uns. Besser? Gute Idee. Dann gehen wir erstmal gegenüber hin. Übrigens, wir sind dem Nachbarn so dankbar. Ne? Also wollen wir an dieser Stelle nochmal sagen: Ja, danke, Nachbar. Falls du das siehst, nett. Dein Überhaupt Haus. Nett. Wir kümmern uns. Wir machen das ein bisschen luftiger. Komm, wir gehen direkt gegenüber. Können wir nicht durchgucken. Dann lass mal Tone stehen. Warte mal, von innen ist das ein anderes Geräusch, das ist schlecht. Von außen baut sich's ab wie Stein, von innen wie Pappe. Ja, aber hier, nicht, dass du den eh hier Koffer. Guck mal hier. Hier.
Ja, habe ich gesehen, die Lücke. Das, ich habe jetzt drauf gehofft. Warte mal, ich mach mal kurz eine Notstütze rein. So. Müsste halten. Oder warte mal, ich verstärke den lieber nochmal. Wo seid ihr denn? Wir sind im Nachbarshaus. Von dir aus gesehen, links. Und helfen ihm bei dem Mauerdurchbruch, den er wollte. Hat er gesagt, oder? Er wollte ausbauen und die Garage vergrößern für drei. Ich bin auf dem defekten Haus und wollte es abbauen. Was uns direkt gegenüber, was uns direkt gegenübersteht. Ja, die Wände gehen relativ leicht hier. Also diese Ziegelsteinwände einzuschlagen ist super. Also und ich meine, auch in dieser Folge haben wir ja noch nichts geklopft. Na, das ist auch mal ein anderes Klopfen. Also das haben wir wirklich noch nie gemacht. Ja, es klingt anders, auf jeden Fall. So. Willst du mal schon mal herschmeißen hier? Warte, nee, ich guck mal. Oh, man kriegt pro Destroyed Stone ein Gravel anscheinend. Ja, das ist nicht so. Nicht so effektiv. Also wenn man hier eine fette Mauer ziehen wollen, dann wird's schwierig. Jetzt müssen wir überlegen, ob man eventuell mehr kriegt, wenn man diesen Grid macht. Weißt du, aus Stein und... Stein und Gravel, glaube ich nicht. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Aufwand ist ja auch viel höher. Hier ist ja noch alles nicht gelootet. Was ist hier los? Das hört ja gar nicht auf hier. Das ist bestimmt nur ein Spawn. Gleich, ne? Das kann nicht sein. Ich habe den Spawn auf 7 Tage gestellt. Was hast du? Was? Wir können gleich eine Teeparty machen. Weil wir Besuch kriegen? Nee, weil ich unheimlich viele gelbe Pflanzen ansammle. Die Wiesen sind hier voll. Das ist super. Und bei 500 Gläsern Wasser... Ich guck mal auf den Dachboden, Herr Fleischhammer, wenn ich schreie und nicht gleich wieder unten bin. Bleib ich hier und geh nicht weg. Genau, gehst du nicht hoch. War der Deal, ne? So war die Ansage jetzt. Sieht komisch aus hier auf dem Dachboden, ist also hell. Hier liegt noch ein halber Nachbar, ne, das war dem seine Frau. Aber die hat einen Hammer dabei gehabt. In ihrer Sporttasche. Ist das nur ein Stück Stein? Warum ist das hier oben so komisch? Ich habe Kaffee gefunden. Oh, ein Tresor. Hier steht ja ein Waffentresor. Der noch nicht gelootet ist? Nee. 30 Sekunden. Hat er nicht mal 45 gebraucht, der Waffentresor? Nee, 30 Sekunden eigentlich, oder? Ja, die kommen einem aber länger vor, wenn nebenan komische Geräusche im Nachbarn sind. Das stimmt. Dann denkt man sich, fuck, schon wieder 2 Stunden rum. Genau. Das ist Wahnsinn. Deinen gelben Blumen? Ja. Also Golden Shower? Wo ich war, wächst auch gerade Was denn? Was denn? Was denn? Was hier oben ist ordentlich drin. 3 Pistolen, 2 Winchester. Der Winchester ist neu. Was ist denn Winchester? Meinst du das Hunting Rival? Nee, wie heißt die denn hier? Hunting Rival, ja, Winchester. Ja. Ich dachte ja an Robin Hood und so. Ihr kennt doch Robin Hood mit dem... Ja, Garn genau, da gab es auch Winchester. Ja, Winchester, genau. Das ist korrekt, was du sagst. Nein. Nein, sei verdächtig, als hätte ich mal recht. Ja, eine Winchester, den Henry stutzen, das wäre was. Aber eine Winchester... Dem Henry seinen Stutzen will ich nicht sehen. So. Wo ist ein Pittiplatsch? Unten. Die Türen stehen schon wieder offen zu Hause. Es zieht doch, Mensch. Ich suche den Wall-Safe hier. Sag mal, warum hast du jetzt eigentlich abgebrochen, hier mit mir das Haus abzubauen? Weil ich erstmal die Waffen wegbringen will. Ja, es könnte ja so viel passieren zwischendurch. Ja. Gut, wollte nur wissen. Natürlich. Natürlich. Ich habe 2 Pistolen, bisschen Munition und. So, das heißt, wir können noch. Was hindert uns daran, jetzt Munition herzustellen? Was hindert uns daran? Ja. Uns hindert daran, dass wir keine 9mm hatten bis gerade eben. Du bist auch eine Nase. Linia, kommst du mal kurz? Moment. Wo bist denn du? Ich muss kurz die Waffen unterwegbringen. Kleinen Moment. Ich muss doch sortieren. Das wird doch unglaubwürdig, wenn ich die nicht mehr erbitte. Die Frau hat doch. Wo bist du? Die Frau hat doch die Kisten hier so. Welche Kisten? Na, die Airdrops. Wo bist du? Ja. Komm mal her. Wo stehst du denn? In dem Haus? Hier. Ja, am Haus. Was denn? Was denn mit mir? Guck mal da drüben. Na. Seht ihr die Kiste stehen? Ist das nicht so ein Airdrop-Ding? Wo siehst du denn eine? Direkt, geradezu. Ein bisschen weiter rechts. Tatsächlich. Das ist aber echt Adleraugen, mein Freund. Ich glaube, gleich haben wir hier der alte Lux. Du Killer. Ich kann nicht reingucken, weil meine Taschen voll sind. Krawel. Meine eigentlich auch. Na, kannst genau so viel Gravel machen wie... Beschreib doch mal, was drin ist. Oh, ein Hunting Knife Book. Na, das haben wir uns schon die ganze Zeit gewünscht.
Da sind 5 Patronen gewesen, Hunting Knife Book, das war hier ein Sparbrötchen. Die hatten nichts mehr. Das Lager war leer. Also wir müssen jetzt Bullet Chasing dann noch machen, dann davon noch haben wir eine dritte 18. Kiste irgendwo. Genau. Und wir müssen Munition produzieren in der nächsten Folge. Da kommt läuft's drauf hinaus. Und wir sind am Ende einer Folge, aber in der nächsten Folge geht's weiter mit 7 Days to Die. Ach, tatsächlich. Und dann werden wir mal sehen. Ehrlich? Ja, doch. Ja, nee, wir machen jetzt Schluss. Bringt nichts. Komm. Ja, so. Mach aus jetzt. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, diese kleine Bergbaufolge hier mit Nachbarshaus zusammenklopfen und in der Erde ein bisschen Eisen finden, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Schreibt wie immer eure Tipps und Tricks in die Kommentare. Wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Macht's gut. Wer schiebt dich hier denn rum? Tschüss. 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 Wer schiebt meine Frau? Wer schiebt hier? Wenn ihr eine Ananas macht, dann bin ich das. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.